Ich war als Ministerin schon bei der Bewerbung Görlitz-Gorschelitz dabei, die knapp an Essen an der Region im Ruhrgebiet gescheitert sind. Und habe damals schon überlegt, wäre das nicht ein Weg, den wir auch gehen könnten. Und als ich dann mit meinem Kollegen in Magdeburg, die sich ja auch auf den Weg gemacht haben, mich ausgetauscht habe, war mir eigentlich klar, das ist auch unser Projekt. Und einen weiteren Ausschlag kam dann durch Herrn Dittrich, unseren Intendanten des Theaters, der irgendwann vor mir saß und sagte, Frau Ludwig, wir müssen uns als Kulturhauptstadt bewerben. Und da habe ich ihm gesagt, da sind wir jetzt schon mal zwei. Und so ging das dann Schritt für Schritt immer weiter, bis wir uns dann auch in die Öffentlichkeit getraut haben. Das muss man ja auch sagen, es ist ja erstmal vermessen, wenn man das als Chemnitzer Oberbürgermeisterin den Chemnitzern sagt. Und Dresden bewirbt sich auch. Da haben die ja immer den Reflex, na, wenn sich Dresden bewirbt, da haben wir ja gar keine Chance. Aber es geht eben genau nicht darum, zu zeigen, was man alles hat, sondern zu zeigen, was man imstande ist zu schaffen. Und zwar nicht nur jetzt, sondern in der Vergangenheit auch schon geschafft hat und in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft noch vorhat. Und insofern ist das wie ein Geschenk für uns, dass wir füllen können mit den Aufgaben, die wir sowieso haben. Zum einen kommen Ressourcen in die Stadt, die sonst nicht kämen. Also Chemnitz ist plötzlich im Fokus. Da kann man nicht mehr vorbeigucken oder nur hingucken, wenn irgendwas schief geht oder was Schlimmes passiert. Sondern Chemnitz ist dann auf der europäischen Karte. Chemnitz wird die deutsche Kulturhauptstadt 2025. Das Zweite ist, wir haben die große Chance, als Stadt in der Mitte Europas zu einer wirklich europäischen Stadt zu werden. Weil die Menschen kommen zu uns und wir denken vorher darüber nach, was wollen wir erzählen, was können wir zeigen, was können wir in den einzelnen Stadtteilen machen. Und das ist so viel, was das auslöst, sodass ich überzeugt bin, genau das passt zu uns. Ich zeige immer den Schornstein, wobei der sich ja selbst zeigt, weil das so schön erklärt, wie man aus einem grauen Schornstein ein über 300 Meter großes Kunstwerk machen kann und gleichzeitig zeigen kann, wie Kunst den Blick verändern kann und wie Kunst bezaubern kann. Sowohl Aarhus als auch Pilsen haben mich sehr begeistert und auch gezeigt, dass danach ganz viel bleibt in den Köpfen, in den Herzen der Menschen, die da wohnen, aber auch in der Stadt. Eine ganz schöne, positive Energie. Weil wir ein überzeugendes Konzept haben, weil wir gut beantworten können, wofür wir das brauchen und weil 2026 Chemnitz die Stadt ist, die am meisten davon profitieren würde, wenn sie die Chance dazu bekommt.